Ich danke Ihnen ganz herzlich. So, ja, dann fangen wir einfach an. Also die Herausforderungen der Wirtschaft, ganz im Kontext mit dem Wachstumsdogma. Das ist mein Thema heute und man kann über dieses Thema nicht reden, ohne zumindest die Schuldenfrage in diesen Zeiten oder wenn Sie so wollen, auch die Schuldfrage zu streifen. Schulden, ein ganz aktuelles, brisantes Thema. Schulden bezeichnen umgangssprachlich wie auch zivil- oder handelsrechtlich Verbindlichkeiten oder Rückzahlungsforderungen. Das ist allgemein bekannt. Und ich erzähle Ihnen auch nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass es einen großen Unterschied zwischen dem Status der Verschuldung und der Überschuldung gibt. Also verschuldet bin ich zum Beispiel dann, wenn ich zu meiner Bank gehe, weil ich ein Haus kaufen und sanieren will und ich habe Bedarf nach einem Baukredit. Und das ist soweit auch alles kein Problem, solange mein Gehalt hoch genug ist, um meinen Kapitaldienst, also Zins und Tilgung, zu leisten. Und es sollte damit auch kein Problem geben, so, es sei denn, meine Einkommenssituation ändert sich irgendwann. Und es sei denn, ich habe vielleicht die verhängnisvolle Neigung, das Geld mit offenen Händen zum Fenster rauszuwerfen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass es bei diesem Status der Verschuldung bleibt. Aber die Grenzen sind fließend, wie die Grafik schon andeutet. Das heißt, Menschen oder auch Unternehmen, die überschuldet sind, denen sind ihre Schulden sprichwörtlich über den Kopf gewachsen. Das heißt, die könnten sich strecken, wie sie wollten. Sie würden einfach nicht auf einen grünen Zweig kommen und ihren Kapitaldienst, der sich in diesem Stadium ja dann häufig auch kumuliert, tilgen können. Und insofern hat der Gesetzgeber an der Stelle wirklich mal ein recht komfortables Instrument mit der Privatinsolvenz geschaffen, um einen Weg aus diesem Teufelskreis zu weisen. Das kann natürlich auch Unternehmen betreffen. Es gibt zwei Gründe, weshalb Unternehmen den Gang zum Insolvenzrichter antreten. Sie machen entweder zu wenig Umsatz oder sie machen zu viel Umsatz. Ja, und ganz prekär stellt sich diese Schuldenfrage aktuell bei den Staaten. Das ist kein Geheimnis. Das, was Sie hier sehen, sind die wichtigsten Euro-Staaten und die Staatsschulden der Euro-Länder aus dem Jahr 2011. Aus dem Jahr 2012 gibt es diese Statistik noch nicht. Und Deutschland rangiert hier irgendwo in der Mitte. Das heißt, Deutschland hat noch höhere Staatsschulden als Spanien, also auch in Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Die Maastricht-Grenze, die ja 60% markiert. Ja, und Deutschland, ein Land mit einer Spitzenbonität und dennoch wachsen die Schulden des Bundes, der Länder oder auch der Kommunen in den Himmel. So, und daran wird sich demnächst auch nichts ändern, denn selbst wenn heute keine neuen Staatsschulden mehr aufgenommen würden, es sind übrigens mittlerweile 2,1 Billionen Euro, so wenn keine neuen Schulden mehr dazukämen und wenn der Bund verpflichtet würde, den Schuldenberg jeden Monat um 1 Milliarde zu tilgen, dann würde es immer noch 173 Jahre dauern, ehe der Schuldenberg vollständig abgetragen wäre. Und Sie können sich selber ausrechnen, wie viele Generationen diese Suppe auslöffeln müssten oder müssen, nicht nur müssten, sondern müssen, die Ihnen eine Generation oder zwei oder drei Generationen eingebrockt hat. Nämlich, das sind die Menschen, die in der Zeit vom Beginn des Wirtschaftswunders bis in die heutige Zeit gelebt haben oder noch leben. Also das sind wir. Also das muss man ganz klar so sehen. So, jetzt könnte man meinen, dieses Problem stellt sich in der Wirtschaft nicht, weil Betriebswirte in der Regel eine höhere Kompetenz haben im Umgang mit Geld als Politiker. Aber das ist ein großer Trugschluss. Denn Schulden haben die unangenehme Eigenschaft zu wachsen. Und je mehr die Schulden wachsen, umso mehr muss auch die Wirtschaft wachsen. Oder das ganze Kartenhaus fällt zusammen. So, und das ist das große Dilemma, in dem wir uns bewegen und aus dem es auch keinen Ausweg zu geben scheint. Und trotzdem müssen wir raus aus dieser Nummer. Das Weltwirtschaftswachstum ist in den letzten 60 Jahren stärker gewachsen
als vom Beginn unserer Zeitrechnung an bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Das heißt, wir haben in diesen letzten 60 Jahren so gut wie alle Ressourcen verballert, die unser Planet im Jahr Millionen Jahren aufgebaut hat. So, und wenn ich mir angucke, die Prognosen bis zum Jahr 2050 nur für zwei wichtige Schwellenländer, nämlich China und Indien, die USA sehen Sie ja auch noch irgendwo auf diesem Schaubild, dann frage ich mich, wie das unser Planet verkraften kann. Also das kann er definitiv nicht. Also ich fasse nochmal zusammen, wir haben letztendlich in 60 Jahren ein dreifaches Schuldenkonto aufgebaut. Das sind ökonomische Schulden, das sind ökologische Schulden und auch gesellschaftliche oder, wenn Sie so wollen, moralische Schulden, nämlich gegenüber den folgenden Generationen, aber gegenüber auch den Menschen, die die Südhalbkugel der Erde bevölkern. Und das Allerverrückteste an der Sache ist, dass heute noch immer in jedem betriebswirtschaftlichen Lehrbuch, auch schon in der ersten Lektion, festgeschrieben ist, dass es erste Aufgabe der freien Marktwirtschaft sei, die Knappheit zu überwinden. Das lernt jeder BWL-Student in der ersten Vorlesung und das hat er schon hundertfach vorher gehört, zum Beispiel im Wirtschaftsunterricht der Schule. Die Knappheit zu überwinden, ich denke, es stimmt mir jeder zu, dass das ein absoluter Quark ist, völlig hanebüchen. Das mag im Einzelfall noch auf Entwicklungsländer zutreffen, aber auch dort ist es ein politisches Problem. Und weil die Knappheit eben längst überwunden ist, müssen ständig neue Bedürfnisse geschaffen werden. Das ist dann die Stelle, an der die Marketingstrategen ins Boot kommen. Alleine in der Lebensmittelbranche werden jedes Jahr 2500 verschiedene Produkte neu erfunden. Kommt natürlich nur ein Bruchteil davon in die Supermarktregale, aber sie werden erstmal erfunden und werden mit einer riesigen Marketingmaschinerie unters Volk gebracht. So, also es geht darum, Bedürfnisse immer weiter zu erfinden, neue zu erfinden, und der Kapitalismus lebt im Kern davon, ja, lebt im Kern von der Unersättlichkeit menschlicher Bedürfnisse. So, und das heißt, es braucht Menschen, die ständig süchtig sind nach irgendwelchen Dingen und die auch bereit sind, das Geld dafür auszugeben. Und wenn wir ehrlich sind, es fällt uns sicher allen nicht schwer, diese Menschen auch zu finden, wenn man sich im Umfeld umguckt. Aber das ist nur die ökonomische Seite. Die andere Seite, die vergessen wir allzu gern, das sind nämlich die Schulden, die wir bei der Natur gemacht haben. Beim Klima, bei den Wäldern und Meeren, bei den Tieren, beim Boden natürlich. Und die lassen sich eben nicht so genau beziffern wie die ökonomischen und einfach zu den ökonomischen hinzuaddieren. Und das ist ein großes Problem. Da stellt sich wirklich die Frage, wie kann ich überhaupt nachweisen oder wie kann überhaupt irgendjemand nachweisen, wie hoch der ökologische Schaden auf dem Planeten schon ist? Oder wie weit ist unsere Erde schon belastet und möglicherweise schon überbelastet? Denn es gibt Experten für alles Mögliche. Es gibt Experten für, die spezialisiert sind auf Meeressäugetiere, dann wieder für Wälder, andere beschäftigen sich mit dem Wasser. Aber das alles mal zusammenzufügen, das ist unheimlich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Aber es gibt zumindest mittlerweile Anhaltspunkte. Und zwar hat sich vor einiger Zeit ein internationales Forscherteam, bestehend aus 28 renommierten Wissenschaftlern, genau dieser Frage gewidmet und versucht, hier der Antwort zumindest ein Stück näher zu kommen. So, und zwar haben die Folgendes gemacht. Die haben die Frage gestellt, inwieweit ist unser Erdsystem heute schon belastet oder überbelastet. So, und die haben 9 Bereiche identifiziert, die Grenzen der Belastbarkeit unseres Planeten bestimmen. Und für 7 dieser Bereiche sind sogar konkrete Grenzen quantifiziert worden. So, und diesen dunkelblauen inneren Ring, den Sie hier sehen, das stellt der sogenannte sichere Handlungsraum dar. Das heißt also,
mit allem Wissen, was wir heute haben, wenn die komplette Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, also alle, die aktiv sind, in diese Richtung marschieren und versuchen, diese Grenzen der Belastung unter allen Umständen zu deckeln, dann könnte man die Welt oder zumindest diesen einzelnen Bereich noch retten. Dann ist die Kacke noch nicht ganz am Dampfen, um das mal ganz profan auszudrücken. So, und diese roten Polygone, die Sie sehen, das ist letztendlich das oder eine aktuelle Einschätzung, inwieweit der jeweilige Bereich heute schon belastet oder überlastet sind. Und Sie sehen hier deutlich drei herausragen, das heißt beim Klimawandel, in der Biodiversität, aber auch beim Stickstoffeintrag in die Biosphäre ist Hopfen und Malz schon verloren. Egal, was wir heute machen, um gegen den Klimawandel zu arbeiten, das Kind ist eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Was natürlich auf keinen Fall heißen darf, dass wir uns zurücklehnen, sondern das muss Ansporn sein, um gerade weiter nach vorne zu marschieren. So, und wenn man sich dieses Schaubild auf der Zunge zergehen lässt, dann muss man sich einfach darüber klar werden, dass das eine gewaltige Herausforderung ist, nicht nur für die Wirtschaft, aber Wirtschaft ist heute mein Thema. Und das, was heute passiert, das sogenannte nachhaltige Wirtschaften, ist schlichtweg Pillepalle. Das heißt also, ein grüner Anstrich oder hier Energie sparen, dort einen Kindergartenplatz bauen oder irgendwelche guten sozialen Taten, das wird nicht reichen, um unseren Planeten zu schonen oder zu schützen. So, und das muss man sehen. Das heißt also, die gesamte, was uns bevorsteht, ist ein gigantischer Transformationsprozess, der bestenfalls mit der industriellen Revolution vergleichbar sein wird. Aber auch das ist, denke ich, eine ganz abgeschwächte Form. So, und wir haben nur eine Chance, diesen Planeten zu retten, wenn alle zusammenarbeiten, allen voran die Politik. Das sehe ich als schwierigstes Problem. Wollen wir die Fragen dann beantworten? Ja? Ja, Transformation heißt eine Entwicklung, die dringend ansteht, auch wirklich in die Praxis auf den Weg zu bringen. Das heißt also, in die, ja, zu übertragen, also mit Leben zu füllen. Also etwas auf den Weg zu bringen. Entschuldigung, ja. Wenn ich mich unklar ausdrücke, dann haken Sie ein. So, das heißt, ich sage Ihnen jetzt das, was ich mir persönlich vorstelle. Und das fängt bei der Politik an, wobei mir sehr wohl bewusst ist, dass wir auf die Politik nicht warten können. Aber meines Erachtens haben die nationalen Regierungen die Aufgabe, ihr Volk zu fragen, wie wir denn künftig leben wollen. Denn die neuen Zeiten erkennt man häufig genug daran, dass über die alten großen Fragen wieder gesprochen wird. So, wenn ich Angela Merkel wäre, würde ich mir wünschen, dass Angela Merkel diese Lage ernsthaft erkennt und ihr Volk fragt, was wollt ihr eigentlich? Wollen wir weiter so machen mit diesem Wahnsinnswirtschaftswachstum und mit allen Nachteilen für die Menschen? Oder wollen wir eine humanistische Gesellschaft aufbauen, die den Menschen ins Zentrum stellt, so wie es ja zu allen Zeiten in der Geschichte auch schon immer sein sollte? So, und das heißt, diese Frage ist mit dem Volk zusammen zu erarbeiten. Da denke ich zum Beispiel auch an eine Volksabstimmung, die demokratisch auch kontrolliert wird. Also basisdemokratisch kontrolliert wird, nicht scheindemokratisch. So, und das ist letztendlich das, was man ein politisches Leitbild nennt, eine Leitkultur, ohne die wir ja überhaupt nicht vorwärts marschieren können. So, aber das sollte so passieren, dass das nach den Wünschen der Menschen geschieht, und nicht nach den Wünschen der Wirtschaftsbosse oder irgendwelcher Politiker, die mit denen kungeln. So, und das hat natürlich Einfluss in alle möglichen Bereiche, auch in die Finanzwirtschaft. In die Finanzwirtschaft natürlich die Frage, wofür ist eine Bank überhaupt da? Was hat eine Bank für eine Aufgabe? Und das lässt sich auf drei Grundfunktionen reduzieren. Eine Bank ist dafür da, um den Zahlungsverkehr für den Waren- und Güteraustausch sicherzustellen. Eine Bank ist dafür da, um eine solide Rücklagenbildung zu organisieren und sie ist natürlich dafür da, um Geld für Investitionen bereitzustellen. Das sind die Aufgaben einer Bank und das war's. Es
Zu den Aufgaben der Bank gehört es nicht, mit Rohstoffen oder mit Nahrungsmitteln zu spekulieren. Also ein ganz zwingender Bezug, der an die Realwirtschaft gekoppelt ist und der im Zweifel gesetzlich festgezurrt werden muss. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaftsunternehmen selbst, die Dinge produzieren. Das stellt ganz neue Fragen, aber auch ganz neue Chancen. Wenn Unternehmen nicht mehr dringend wachsen müssen, dann können sie sich ja vielleicht wieder über ganz andere Kriterien positionieren, nämlich zum Beispiel über die Langlebigkeit ihrer Produkte. Das heißt also, Produktlebenszyklen ist eine große Herausforderung aus Sicht der Industrie oder des produzierenden Gewerbes. Tauschringe und all das, was es an Ideen ja mittlerweile schon gibt und was auch schon heftig oder rege genutzt wird. So, und das Wichtigste ist aber die Kulturwende, und das stelle ich mir insgesamt am schwierigsten vor, denn selbst wenn Angela Merkel mit ihrem deutschen Volk ein Leitbild erarbeiten würde, wie künftig gewirtschaftet, wie künftig gelebt werden soll oder wie die Gesellschaft insgesamt funktionieren soll, dann muss das in den Köpfen ja erst mal ankommen. Und das ist deswegen schwierig, weil ein Mensch, der 60 Jahre lang oder 50 Jahre von mir aus auch in Westdeutschland gelebt hat, der ist von Kindesbeinen an mit Konsum konditioniert worden. Also ob er will oder nicht, er kann gar nicht anders. So, und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, selbst wenn wir heute anfangen würden, würden uns auf ein Leitbild verständigen, was eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum bedeutet. Es würde in allen Kanälen würde diese Botschaft immer gesendet, mindestens 10 Jahre dauern, ehe das wirklich mal so ein Stück weit ins Rollen kommt. Also die Köpfe zu verändern, den Geist zu verändern, die Menschen ein Stück weit also umzupolen, das ist das Schwierigste. Aber nichtsdestotrotz, es geht nicht anders. Und was uns natürlich im Weg steht, sind die immer weiter fortdauernden Parolen, die uns die Politiker täglich um die Ohren hauen, warum denn die Wirtschaft wachsen muss. Und die habe ich mal zusammengetragen, die habe ich mir in einem Zeitraum von 2-3 Tagen aus verschiedenen Zeitungen zusammengesammelt. Und es verdichtet sich im Wesentlichen auf 4 Argumente. Ein Argument heißt, die Wirtschaft muss wachsen, um die Menschen vor Hunger und Armut zu bewahren, beziehungsweise um Hunger und Armut zu beseitigen, also in Entwicklungsländern. Das ist aber ein ganz großer Schwachsinn, weil letztendlich würde es reichen, wenn wir den gesellschaftlichen Reichtum über Steuern und Abgaben umverteilen würden. Das ist das einzige Mittel, um die Armut wirksam zu bekämpfen. Also ein exponentielles Wachstum kann diesen Prozess zwar ein Stück weit hinausschieben, aber letztendlich nicht aufhalten. Und Umverteilung, das ist so ein Wort, was ein Politiker scheut wie der Teufel das Weihwasser. Und das ist auch der Grund, weswegen sich alle Regierungschefs dieser Welt, die sich in vielen, vielen Fragen total uneinig sind, aber in einem einzelnen Bereich können sie sich auf einen ganz breiten Konsens verständigen. Und das ist ein stetiges Wirtschaftswachstum, einfach deswegen, um Umverteilung aus dem Weg zu gehen. So, und in Entwicklungsländern sieht man, dass Wachstum und Armutsbekämpfung oft genug getrennte Wege gehen. Und das sieht man am eindrucksvollsten in Indien. Also das ist kein Argument. Das zweite Argument heißt, die Wirtschaft muss wachsen, um alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Das kann man so sagen, wenn man sagt, entspricht auch einem guten Leben. Aber dagegen spricht, dass es eben in vielen Ländern, in denen die Wirtschaft kräftig wächst, Armut trotzdem weiter wachsen oder nicht bekämpft werden und auch der Zugang zu öffentlichen Gütern immer knapper wird. Und auch umgedreht gibt es sehr arme Länder, in denen die Menschen aber einen breiten Zugang zu öffentlichen Gütern haben. Das dritte Argument heißt, die Wirtschaft muss wachsen, um ein gutes Leben zu ermöglichen. Was ist ein gutes Leben? Diese Frage ist so alt wie die Menschheit. Die Griechen haben sich rund um die Uhr darüber Gedanken gemacht. Und dieses Argument gilt dann,
wenn man sagen kann, oder wenn man das ein gutes Leben ausschließlich an das Bruttoinlandsprodukt koppelt. Ich halte aber das BIP nicht für die geeignete Kennziffer, um eine moderne Gesellschaft in die Zukunft zu führen, jedenfalls nicht, wenn es die alleinige Kennziffer ist. Ein gutes Leben ist in erster Linie auch Zeit und Muße. Was nützt mir das, wenn ich nur getrieben bin und habe überhaupt keine Zeit? Das Leben rauscht an mir vorbei, weil ich nur arbeite. Bei anderen ist es umgedreht. Menschen, die gerne in die Arbeitswelt integriert werden wollen und nicht rein, kriegen keinen Fuß in die Tür. Das ist eine perfide, verrückte Welt. Also ein gutes Leben ist das, was wir derzeit führen, in keiner Weise. Und ein gutes Leben ist, wie gesagt, nicht an das Bruttoinlandsprodukt gekoppelt. Ja, und das zugkräftigste Argument, vor dem wir ja selber auch immer wieder erstarren und sagen, ja, da ist was dran, die Wirtschaft muss wachsen, um Arbeitsplätze zu schaffen und auch zu erhalten. Und es fällt auch gar nicht schwer, den Grund für unsere kollektive Blindheit auszumachen, denn es ist immer wieder der gleiche Standardmechanismus. Wir brauchen eine stabile Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft nicht stabil ist, dann schwächelt die Nachfrage. Wenn die Nachfrage schwächelt, dann verlieren die Leute ihre Arbeitsplätze. Wenn die Leute ihre Arbeitsplätze verlieren, dann steht die Existenzfrage im Raum. Und dennoch, unser Planet kann sich diesen Wahnsinn des Wirtschaftswachstums nicht leisten. Das heißt also, es ist dringend an der Zeit, darüber eine gesellschaftliche Debatte zu führen, die sich um die Frage dreht, ja, was sollen es überhaupt für Arbeitsplätze sein, die wir in der Zukunft bezahlen wollen? Wie wollen wir welche Arbeit bezahlen? Vielleicht wollen wir künftig auch Arbeit bezahlen, die heute geleistet wird, die aber heute für umsonst oder zumindest ohne irgendein Salär geleistet wird. Vielleicht wollen wir auch Arbeit, die dem Menschen dient, ausbauen. Ich denke an Gesundheitsdienste, an Pflegedienste, an die Palliativmedizin. Da gibt es unzählige Bereiche. So, kurzum. Ein ökonomisches Wachstum kann eine gute Politik nicht ersetzen. Eine gute Politik muss auf eine gerechte Verteilung des gegenwärtigen und des künftigen Reichtums achten. Und zukünftig wird es auch nicht mehr möglich sein, diese Verteilungskämpfe, vor denen sich Politiker so scheuen, zu umgehen, indem der Wirtschaftskuchen immer größer gebacken wird. Wir leben schon heute in einer sich verschärfenden Klimakrise. Wir wissen alle, dass unsere natürlichen Ressourcen zur Neige gehen, die ja die Grundlage für dieses Wirtschaftssystem sind. Ja, und letztendlich, wenn wir dieses gesellschaftspolitische Ziel, also ich meine das Leitbild, von dem ich sprach, erreichen wollen, dann wird es nur dann Aussicht auf Realisierung haben, wenn wir das herrschende Wirtschafts- und Sozialsystem in Frage stellen. Und damit sind wir bei Eigentumsstrukturen und damit sind wir bei Verteilungsstrukturen. Das heißt, es wird in der gesamten Welt, im Norden wie im Süden, um eine ganz neue Balance gehen, eine Balance zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Und das setzt voraus, dass wir uns auf ein paar grundlegende normative Regularien verständigen. Das erste Regularium ist das, dass das Gemeinwohl an oberster Stelle steht. Jede politische Entscheidung, die getroffen wird, auch jede Entscheidung weitestgehend zumindest in der Wirtschaft, die muss das Gemeinwohl als große Klammer haben. Man könnte vielleicht oben drüber hier noch Leitbild schreiben. Das heißt also die Erarbeitung eines Leitbildes zusammen mit den jeweiligen Völkern in den einzelnen Ländern. Und diese Erarbeitung dieses Leitbildes muss unbedingt basisdemokratisch kontrolliert werden, sonst wird sich hier wieder eine Eigendynamik entwickeln. Und überhaupt ist auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen sind viel mehr partizipatorische Elemente nötig. Das heißt, in der Entscheidungsfindung, in der Planungsphase, bei der Umsetzung, aber letztendlich auch, wenn es um Kontrolle oder Regularien geht. Dieses Leitbild muss sich verankern in allen politischen Gesetzen und in allen politischen Ressorts, nicht nur in einem Wirtschaftsministerium und nicht nur in einem Ministerium, was vielleicht heißt Zukunftssicherung, sondern das muss sich durch alle Ressorts ziehen. Und ich würde sogar so weit gehen,
dass die Politik der Wirtschaft gewollte Ziele vorgibt. Jetzt können Sie mir vorwerfen, das ist Sozialismus, Planwirtschaft. Und ich sage, nein, das ist es nicht. Denn erstens mal gelten die Gesetze des Marktes ja schon lange nicht mehr. Der Kern der Eurokrise besteht darin, dass private Risiken immer mehr von der Gesellschaft aufgefangen werden. Das heißt also, wenn die Politik oder wenn die Gesellschaft zum Beispiel Banken rettet, dann kann die Wirtschaft der Gesellschaft ja auch irgendwann mal was zurückgeben. Es geht hier schlichtweg um die Entscheidung, was soll der begrenzten Rationalität des Marktes überlassen sein und was soll einer staatlichen oder besser gesagt einer gesellschaftlichen Kontrolle unterliegen. Und das geht nicht ohne Vorgaben an die Wirtschaft, was zu produzieren ist oder was im Zweifel auch nicht zu produzieren ist. Das heißt also so eine Art Quote oder Deckelung von oben. Schutz der Gemeingüter, Regulierung der Finanzwirtschaft, da erzähle ich Ihnen alles nichts Neues. Auch nicht davon, dass regionale Kreisläufe in so einem System natürlich per se gestärkt werden. Da gibt es ja mittlerweile ohnehin schon einen gewaltigen Trend. Und das würde oder ein Abschied vom Wachstumsdogma würde zwangsläufig auch zur Schrumpfung der Exportindustrie führen. Und das wäre auch gar nicht schlimm. Was wäre dabei, wenn weniger Schiffe über die Weltmeere fahren würden? Denn der Exporterfolg schlägt sich ja ausschließlich im Wachstum nieder. Aber alle Exporterfolge können es nicht verhindern, dass die Einkommen weit hinter den Exporterfolgen zurückbleiben und dass Armut und Ungleichheit trotzdem weiter steigen. Und zwar in einem alarmierenden Maße weiter steigen. Ja, und das ist es letztendlich. Und damit bin ich auch am Ende. Und ich möchte am Ende nur so viel sagen, dass dieser, ich sage jetzt nochmal das Wort, Transformationsprozess, also die Reise, auf die wir uns begeben, dass keiner ein Kartenmaterial in der Hand haben wird. Das heißt also, wir müssen einfach anfangen auf allen Ebenen und müssen unsere Politiker zwingen und drängen, ein gesellschaftliches Leitbild mit uns zu erarbeiten, das sich dann niederschlägt. Und ich glaube, dass die Entwicklungsländer uns hier schon sehr viel weiter voraus sind. Das heißt also, die Fähigkeit, pragmatisch eine Gesellschaft umzukrempeln, das dürfte in dieser technokratischen Welt, in der wir leben, die völlig überreguliert ist, die völlig überkontrolliert ist, die auch völlig entmündigt ist, schwierig werden. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen los. Wir müssen einfach aufbrechen. So, und damit bin ich am Ende und ich danke Ihnen fürs Zuhören.